Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. So, machen wir mal einen kleinen Test, ne? Ob ihr auch was hört. So. Wen haben wir denn heute hier in der Anwesenheitsliste? Der Fritz. Guten Morgen, Fritz. Zweimal Fritz. Der Volker. Ich dachte, er lebt schon nicht mehr. Wollen wir mal gucken, ob jemand da ist, der heute knipsen kann. Zwei, drei Bilderchen machen und die hochschießen. Wer übernimmt das heute? Wenn ich eine Zeichnung fertig habe, sage ich Bescheid und dann kannst du das bitte knipsen und bei Slack in den Paternoster-Channel setzen. Okay? Sehr schön. Aber nebenbei das Zuhören nicht vergessen, ne? Und aufschreiben. Nicht, dass du mir heute Abend erzählst, ja, konnte ich ja nicht zuhören, ich musste ja knipsen, ne? Nee. Das wird so nichts. Eins vorneweg, ich mache heute Pläne und werde mich heute früh jedenfalls etwas aus dem Live-Handel zurückhalten. Wir haben hier den Euro-US-Dollar ohne Apostroph. Ich nehme hier mal alle Zeichnungen raus, um euch nicht zu verwirren. Wir machen in diesem hier heute unseren Tagesplan. Aber vorher ist es viel wichtiger, die Rückschau, auf die ich ja gestern eingegangen bin. Natürlich seht ihr keinen Chart. Sollte ja auch nicht. Ne? Jetzt aber. Ich habe heute Morgen genau auf diesen Augenblick hier gewartet. Momentan haben wir den Vorteil, dass wir von der Vola regelrecht verwöhnt werden. Oder? Vola, wo man auch hinschaut. Wir haben hier den Zielbereich da. Und wir haben die andere Zielmarke da, die gestern schon mal exakt angelaufen wurde. Deswegen habe ich auf den Augenblick heute früh gewartet. Manchmal sagt uns der Vortag schon, was heute kommt. Lustig, ne? Genau wie hier. Lustige Gesellen hier. Zack. So. So haben wir unsere
Bereich auf jeden Fall schon mal soweit fertig. Dass wir uns jetzt danach richten können. Heute ist es nämlich relativ einfach, sich den Verlauf hier rauszukitzeln. Und wir haben ja ein, zwei, drei Leute hier drinnen, die im Zielbereichshandel gar nicht so schlecht sind. Wer merkte mal grobe Richtung hier einen Vorschlag reinschreiben, was hier heute denkbar wäre? Bevorzugt. Also jetzt keine Bilder oder so, nur mal grobe Richtung, einfach nur den Verlauf, ein, zwei Marken rein. Wer es sich traut. Ich kriege ja immer zur Antwort, nee, ich traue mir da immer keine Fragen zu stellen, ich will mich ja nicht blamieren. Früher hat mein Lehrmeister immer zu mir gesagt, guck mal her, zeig mal, was du hier gemacht hast. Oder hat mir eine Aufgabe gegeben, hat gesagt, hier, mach das mal. Und dann habe ich das gemacht, dann hat er sich das angeguckt und dann hat er gesagt, guck mal hier, das machst du das nächste Mal besser so, das machst du so, oder achtest da drauf, achtest da drauf. Und dann habe ich es nochmal gemacht und nochmal und nochmal und nochmal. Wenn ich ihm das nicht gezeigt hätte und wenn er mir nicht gesagt hätte, was ich machen soll, und er mir die Aufgabe nicht gegeben hätte, dann hätte ich sie nicht gemacht und er hätte andersrum nicht sehen können, wie ich sie erfüllen will. Kann, erfüllen will oder wozu ich in der Lage bin. Da wir die letzten Male schon sehr viel hier, ich will nicht sagen miteinander kommuniziert haben, doch haben wir ja. Und sehr oft auch den Tagesplan zusammen gemacht haben. Ihr macht es euch jetzt recht einfach, ne? Runde 10552 und dann hoch. So. Danke, der René hat es. Der René B. Hoch bis zur 10592 oder 10598, runter bis mindestens zur 10552 und dann hoch. Wir machen mal Folgendes. Wir haben zwei markante Bereiche. Einmal den und wir haben unsere Linie. Unsere Linie ist jetzt durchgehandelt, auch mit dem Schlusskurs. Hier haben wir noch einen gehängten. Und jetzt sollte er wenigstens hochgehen bis an die 92, zwischen die 92 und die 98 mit einem Spike kurz da hoch. Dann idealerweise wieder abtauchen, soweit wie er hoch ist, auch darunter. Und dann weiter hochziehen. Wir haben ja nach oben noch etwas Luft. Und zwar nehmen wir uns dafür, wir malen dieses Muster erstmal. So, Alternative in Blau. Müssen uns heute ein bisschen beeilen. Ich kriege gleich einen Techniker, damit wir das, was wir jetzt investiert haben, auch vernünftig nutzen können die nächsten Tage. So.
Hauptroute rot. Und die untergeordnete blau. So, dieses Bild kann erstmal hoch. Hauptrichtung gemäß an der Analyse gleich long. Das nehmen wir noch mit dazu. Ja, am Wochenende habe ich euch eine Analyse hochgeladen auf Slack. Ich hoffe mal, die habt ihr runtergeladen. Wir sehen, wie oft sie runtergeladen ist. Nur mal so. Manchmal macht das ja Sinn, sich diese Analyse anzuschauen. Ich sehe gerade, welche haben wir hier? Das ist die falsche. Haben wir sie. So. Da können wir mal zusammen drauf schauen. Was erwartet uns im Euro-US-Dollar die kommende Woche? Ein guter Start wäre heute Nacht ohne ein Gap im Bereich des 50er-Levels bei 1,0540. Ein idealer Start wäre Fibo-Level bei 1,0527. Dieses Setup entfällt oder ist hinfällig, wenn wir im Tageschart unter 1,0460 schließen. Das heißt, im Umkehrschluss bis zur 1,0460 ist alles auf Long gebürstet. Ideale Longs 1,0540, 1,0527. Das Bild dazu, das war der Plan. Alles, was nachher viel tiefer geht, bringt uns früher oder später, wahrscheinlich jetzt sogar früher, zur Parität. Da bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, die ist wohl fast unausweichlich. So, das war die Nummer im Euro. Jetzt schauen wir uns mal den gestrigen Tag an. Dazu, das hier war gestern. Wir wollten nur bis hier runter. Hier haben wir die Eröffnung. Die Eröffnung exakt an der 40, 39,1, okay, da wo ich sie haben wollte. Dann sollte er maximal bis hier runter bis an die 26 oder 27. Dort haben wir das 61,8er Level. Er ist dann aber noch einmal tiefer abgetaucht darunter. Und zwar nochmal hier diese Kante angelaufen. Je öfter diese Kante angelaufen wird, je öfter er sich daran abstößt. Ich mache das jetzt mal im H1, weil jedes Mal sehen wir, dass er hier unten immer wieder abgestoßen wird. Und das hier war letzte Woche am Freitag. Morgen, wo er nochmal runter ist bis zur 86 und gestern nur bis sauber genau an die Unterkante bis an die 95. Und immer wieder kriegt er dort Schwung und immer wieder wird er dort nach oben katapultiert. Also so richtig will dort unten keiner durch. Das heißt im Umkehrschluss, da wir haben diese Bewegung vom Freitag und gestern bis darunter, wir sind sogar unter die 76,4 gefallen, da sind dann wieder hoch, fast bis an das Hoch vom Freitag früh, haben es wieder fast bis an die 98 geschafft und sind dann runter. Um sich das genau reinzuziehen,
Welle 1. Fibo nehme ich raus. Und dann Welle 2. Was fällt euch da dran auf? Was fällt euch an diesem Chartbild überhaupt auf? Erstmal C ist nicht länger als A, das ist richtig. Was fällt euch noch auf? Ja, wir haben es hier nicht mal mit dem Schlusskurs über dieses Hoch geschafft. Wir sind nicht mit dem Schlusskurs hier oben drüber gekommen, trotz dem Dampf, der hier drin war. Was fällt euch jetzt noch auf? Guten Morgen, Lutz. Asche auf mein Haupt. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe sogar, als ich auf dem Weg nach Dresden war, habe ich versucht, dich zu erreichen. Aber entweder habe ich eine falsche Nummer im Handy gespeichert oder läuft dein Kram inzwischen? Oder brauchst du meine Hilfe? Was fällt euch hier noch auf? Spätestens jetzt. Was ist zu beachten? Okay, schieben wir das Bild ein bisschen weiter zusammen. So. Was fällt euch jetzt auf? Okay, keine Antworten. Robert, bitte ein Bild. Machen wir ganz einfach. Hausaufgabe bis morgen, den 11.05. Welche Aussagen entnehme ich diesem Bild? Stichpunkte. Stichpunkte bitte idealerweise irgendwie als eine Word- oder eine PDF-Datei oder so und bitte auf Slack an mich schicken. Ich mache mir das morgen früh zur Aufgabe. Da der Techniker gleich kommt und ihr vielleicht etwas Zeit dafür braucht, was auch völlig in Ordnung ist, um das hier auseinander zu pflücken, machen wir das einfach mal als Aufgabe. Tagesplan ist der bleibt bestehen.
Wir sollten idealerweise erstmal sehen, diese Kante in diesem Bereich zu bestätigen. Das tut er. Wir sollten hoch hier oben drüber eventuell die Stops kurz abgreifen, dann ganz kurzzeitig nach unten wegbrechen und dann nach oben wieder wegzuziehen. Volle Granate. Dieses Bild hier sollte euch bei den Entscheidungen unterstützen, und um die Marken zu erarbeiten. Ich bin darauf gespannt, was ihr mir zu berichten habt. Ups, falsch. Da will ich hin. Zum DAX. Das machen wir uns relativ kurz. Den haben wir ja gestern schön gemolken. Volle Granate. Muss mal gucken, ob ich das jetzt finde. Wir haben gestern 160 Punkte in der Nacht rausgezogen aus dem DAX, morgens nochmal 70 Punkte und dann nochmal 180 Punkte. Auf den Euro von gestern gehe ich gleich nochmal ein. Aus der Nacht haben wir 10 Punkte Verlust und gestern früh habe ich dann einmal 12 Punkte Gewinn verzeichnen lassen. Die zweite Position habe ich nicht kommuniziert, gehe ich gleich drauf ein. Warum? Okay. Hier handeln wir immer noch meine SKS. So. Und aus den Setups bis jetzt, dadurch, dass die Nackenlinie etwas fällt, kommen wir immer dichter. Das hier ist eine klassische schöne SKS, die man sehen kann. Unser Lutz M. aus dem schönen Dresden müsste sie noch kennen. Ich weiß jetzt nicht, du warst 2013 in Dresden bei mir im Seminar bzw. zur Traderwoche. Jetzt weiß ich nicht. Ich habe zwei Stück gemacht, eine im März und eine im Juli. Jetzt weiß ich nicht, bei welcher du anwesend warst. Ob bei der Traderwoche im März oder bei der im Juli. Schreib mal kurz M oder J rein. Na, dann ist es nicht so klar. Wir haben, ich wollte gerade sagen, du müsstest die SKS, müsstest du ja sonst gerade ganz gut kennen, aber die haben wir im März 2013 gehandelt, im Euro-US-Dollar. Da hatten wir den Kopf bei der 1,3711. Ist heute im Bereich bei 1,05 undenkbar, ne? Den Kopf hatten wir bei 1,3711 und Ziel war die 1,2880. Ich glaube sogar, die haben wir trotzdem noch auseinandergepflückt in deiner Traderwoche oder in deinem Seminar. Die haben wir nicht 3 Monate vorher dort gehandelt. Wir haben gestern, ich gehe dazu jetzt mal hier in den H1, wir haben gestern diese Nummer genau nach unten gezogen, so wie wir es letzte Woche auch gestartet sind, haben hier gestern früh Punkt 9 Uhr einen ganz kurzen Ausflug da hochgenommen. Wir haben es auch dementsprechend kommuniziert, dass wir bis zur 690 dürfen. Und wir waren im High 696. Viel besser konnte man dieses Ding gar nicht erwischen, um dann direkt nach unten wegzuziehen. Auch dazu unsere Analyse. Kommende Woche ebenfalls bevorzugt Shorts, Regelwerk SKS. Shorts werden ab 12.850 reduziert. Shorts werden ab 12.400 reduziert weitergeführt. Wir haben in der Nacht schon angefangen zu shorten, was uns ein paar Punkte auch gebracht hat. Und da bleiben wir auch bei, hier nach wie vor Shorts. Jetzt sind wir hier weit durch. Wir haben gestern dieses Tief hier als Zwischenziel aufgerufen, die 13.600 und 13.530, die er dann auch gemacht hat, um dann gestern früh hier direkt den Rücklauf anzusteuern,
Dann war das Nachttief nochmal anvisiert, Tief 74 sogar, was er dann auch getan hat, um heute Nacht hier ein neues Tief bei der 270 zu machen. Dieses Muster hier spricht eindeutig dafür, dass wir heute einen Rücklauftag kriegen, auf jeden Fall ein paar Rücklaufstunden bis dahin circa. Die Nackenlinie sollte jetzt nicht mehr kaputt gemacht werden per Stundenschluss im H1. Das heißt, maximale Hochs13.650 heute. Da. Regelwerk SKS aus Wochenendanalyse hat Bestand. Es werden hier ein paar Leute rumtun und sagen, ja, wir haben heute Turnaround Tuesday und so. Ich bin heute ausnahmsweise das erste Mal sogar auf der Seite. Und man sagt, okay, dieses Regelwerk würde ich für den Tag heute nicht verinnerlichen, nicht annehmen, aber da es verstärkt gehandelt wird, können wir das für unsere Analyse mit einfließen lassen, sollten aber sehen, Longs, die wir eventuell haben, hier in diesem Bereich zu reduzieren. Und zwar ab der 13.600. Longs ab 13.600 reduzieren und Shorts suchen. Da hat es gepimmelt. Ich habe hier noch ein paar Longs drinne. Deswegen hat es gepimmelt. Die will ich jetzt schnell BE haben. So. Soweit verstanden. Für mich ist das hier jetzt eine Bewegung, die hier. Farbe lasse ich ganz bewusst. Das hier ist die zweite Bewegung. Die zweite Bewegung ist länger als die erste. Deswegen lege ich die jetzt mal übereinander hier. Und demnach natürlich ist das Live-Konto, was denn sonst? Da oben steht die Nummer. Live-Server. Logisch ist das live. Und wenn wir dann hier wieder starten, irgendwo. Ich lege jetzt nur die beiden Muster mal an hier. Dann haben wir eine faire Chance abzutauchen bis darunter. Dann sind wir bei der 13.000 und ziehen mal bei 12.800. So, machen wir noch mal ein bisschen größer. Und auch hier darf geknipst werden. Okay, jetzt schauen wir hier mal auf das Setup von gestern.
Wenn es recht ist und dazu nehme ich hier auch alle Linien raus. Ups. Um nicht zu irritieren. So, das ist ja das Bild, was ihr morgen seht. Ich konnte gestern Morgen wohl verfolgen, das war 10 vor 9, hier diesen Einlauf, hier nach unten, dann nach oben, dann hier die Bestätigung. Das hier war mein erster perfekter Entry gestern früh. Nachdem wir nachts 10 Punkte minus kassiert haben, war das hier gestern früh mein Entry, wenn mich nicht alles täuscht. Wo haben wir jetzt die Tabelle? Da. Euro Long. Das ist falsch. Da. Wir haben 1,0505 haben wir gestern früh gelongt. 1,0505, das war die, die ich kommuniziert habe. Da, die ist dann hochgelaufen von der 1,0505, exakt hier angelaufen, direkt abgestoßen und hoch. Hier, die habe ich dann mit 12 Punkten abgesichert, beziehungsweise mit 12 Punkten erstmal geschlossen. Danach habe ich gefragt, was ihr so gemacht habt. Ich habe danach ganz bewusst nichts kommuniziert. Und habe dann zur Antwort gekriegt, ja, konnte nicht, war nicht anwesend, habe mich nicht getraut, hatte nicht die Eier in der Hose und alles Mögliche. Was wäre denn hier gestern der richtige Weg gewesen? Das hier ist das Setup, was wir gehandelt haben. Zielbereich, Bestätigung. Im Haupthandel. Da. Diese Kerze hier, die war um 9:20 Uhr. Von wann bis wann lasse ich in der Regel morgens die Finger aus dem Markt? Neun Uhr bis 9:15 Uhr, das ist schon mal hängen geblieben. Sehr schön. Warum ist, glaube ich, auch bekannt. So, dieser Rücklauf hier war genau nach 9:15 Uhr. Da. Exakt. Zielbereich. Bei 1,05025. Das Low bei 1,05029. Das Low bei 1,05026. Zweimal. Umkehr, Harami im M1 und auf ging's. Solche Dinge nehme ich sehr gerne. Ersten Zielbereich Rückschlag, zweiten Zielbereich Rückschlag, den Zielbereich wieder hier drinnen kaputt gemacht. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich sichere erstmal Tagesziel ab und dann ist er nach unten weggelaufen. Beim neuerlichen Rücksetzer wieder long gehen. Ich bin hier manuell rein. Nur weil er hier einmal drunter guckt, 2 Stunden später, und sofort wieder eintaucht hier und diesen Zielbereich nach oben wieder, nur weil er da drunter guckt, ist dieses Setup noch lange nicht hin. Und hier hat man ganz sauber die Chance,
dieses Ding nochmal zu nutzen. Gleiches Setup, ganz enger Stop. Ziel war der Zielbereich hier oben, nämlich die 41. Deswegen habe ich gestern Mittag gefragt, was habt ihr gemacht? Und wir sehen, Zielbereich exakt angelaufen, Abwärtsgap und direkt wieder zurück. Und deswegen habe ich hier meine zweite Nummer da nachher erstmal glattgestellt. Ich habe sie ganz bewusst gestern nicht kommuniziert. Punkt A, weil ich unterwegs war. Und zweitens muss man ja auch mal schauen, was ihr so macht, ne? Wo ist der Vorteil, wenn man an den Zielbereichen per Limit-Uhr nach einer Umkehr schaut? Wenn ich am Chart sitze, handle ich immer eine Umkehr. Immer. Viel eher, als dass ich eine Limit hinpacke. Eine Limit packe ich nur dann hin, wenn ich nicht da bin. Leergut abgeben. Wenn ich nicht da bin, dann arbeite ich mit einer Limit. Und wenn ich am Chart sitze, mache ich logischerweise manuell. Ich bin ja Händler, kein Limitierer. Ne? Ich will ja handeln, nicht limitieren. So, und dieses ganze Muster, daraus ergibt sich jetzt diese Chose hier. Und auch die wird sich wahrscheinlich heute erst gegen 9 Uhr, 9.15 Uhr auflösen. Und hier ist alles im grünen Bereich. Meine Longs habe ich jetzt hier, sage ich nicht, wann ich die platziert habe. Ich bin ja in einem Alter, wo man unter Schlafstörungen leidet. Die habe ich gestern Nacht schon angefangen zu platzieren. Deswegen lassen wir die jetzt laufen. Die zählen aber nicht in der Performance. Aber ich werde sie hier oben in diesem Bereich auf Shorts drehen. Nämlich genau da bei ungefähr 13.600, also noch 50 Punkte. Okay, ihr habt eine Aufgabe für morgen. Ihr habt mir ja irgendwo eingezeichnet, ne? Da. Ihr habt eine Hausaufgabe für morgen. Die macht ihr jetzt bitte. Ich sehe zu, dass ich meine Technik hier heute zum Laufen kriege, damit ich heute Abend mit der Chaotengruppe hier, mit der Froschgruppe ein bisschen Spaß habe und die ganze Technik schon mal ausprobieren kann. Und wenn das alles funktioniert, dürft ihr sie morgen auch alle genießen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt, sage euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten.